Oh,
müssen wir wohl mal eine Feile holen. Wie gesagt, Feindkontakt ist beschissen. Vor allem wenn du im 90er Schwert noch feilen musst. Jetzt hier nochmal fertig. Und stelle ich den wieder hin. Aber das ging jetzt wirklich nicht mehr. Ja. Hallo mein Schatz, jetzt wird es aber laut hier. Sehr schön. Ja, prima.
Guckt euch den Stamm an. Ja, das Schnittbild ist nicht perfekt. Aber hier die Maserung. Geil. Geil, 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 geil. Alles klar. Dann. Ich denke mal, das Prinzip ist klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Tschüss. So, und damit nun keiner denkt, dass ich mich nach den 2, 3, 4 Schnitten ausgeruht habe und nichts mehr gemacht habe. Das ist das Ergebnis. So, das wird jetzt noch Brennholz. Das lohnt sich nicht mehr. Da ist so zu viel Metall drin, wie man an den schwarzen Einschlüssen sieht. Sieht zwar ganz cool aus im Tisch, aber da mache ich mir nur noch mehr die Kette kaputt. Und das ist das Holz. Ja. Insgesamt 10 Bohlen, 70 mm. So, na jetzt mal die nächsten 5 bis 7 Jahre trocknen. Und dann wird's ein Tisch. Oder ich verkauf's, weiß ich nicht.